geht ab, Leute, Nerdelet Games hier und willkommen zurück zu Resident Evil 6. Weiter geht's. Benommene Gegner. Immer gut. Piers. Sir? Was ist aus Ada Wong geworden? Sie erinnern sich. Captain? Wo ist sie? Sie ist die Anführerin von Neo Umbrella. All diese Terroristen... Ist sie in dieser Stadt oder nicht? Sie wurde mehrmals gesehen, seit die Angriffe begonnen haben. Ja, sie ist hier. Geben Sie das Kommando zum Abrücken. Zu Befehl. Jawohl. Wir werden Ada Wong auf jeden Fall zur Strecke bringen. So eine falsche Schlange. Fahren Sie zur Hölle, Wong. So sieht's aus. Ich hätte es nicht besser sagen können. Und er macht hier das einzig Richtige. Er verbrennt nämlich all die ganzen Viecher hier, damit die nicht schlüpfen können. Perfekt. Okay, wo gehen wir denn weiter? Wie immer sollten wir uns erst umsehen. Ganz, ganz wichtig. Kann überall was rumliegen. In den kleinsten Ecken, wo man es gar nicht vermutet. Ja, der macht's richtig. Schießen wir dem auf den Tank. Gucken, wie schön er laufen kann, wenn er brennt. Oder ihm. Nein, Quatsch. Würde ich nie tun. Oh shit! Riesige Schlange! Wow! Das war doch unsichtbar! Alpha HQ, greifen einen Feind an! Pierce, Marco, alle zu mir! Wir verfolgen das Ding! Ihr habt's gehört, Leute! Los! Los geht's! Los! Jagen wir dieses riesige Viech! Wow! Haut einfach so eine riesige Schlange aus dem Nichts auf. Umbrella hetzt auch wirklich alles auf uns. Roger. Oh shit, riesige Blutspur. Sieht nicht gut aus. Ich würde mal sagen, wir folgen der Blutspur, aber ich sehe mich nochmal hier so ein bisschen um. Da hinten, ich wusste es. Sollten vielleicht nicht die Waffe dafür benutzen. Okay, nach dieser Mission werde ich auf jeden Fall meine Fähigkeitspunkte wieder upgraden. Da hatte ich irgendwie letztes Mal gar keine Chance zu. Okay, komisch irgendwie. Geh rein, aber Vorsicht. Und wie ihr natürlich schon gesehen habt, habe ich natürlich Untertitel für euch angemacht. Gar kein Problem. Jawohl. Ich habe irgendwas gehört. Oh ja, nur ein Messertyp. Der soll mal herkommen. Noch einer. Kampfposition einnehmen! Na komm! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Hab ihn! Reck! Aber der ist noch nicht ganz tot. Und der Gnadenstoß. Ganz wichtig, wenn wir Gegnern mit Messern begegnen, hört sich sehr gut an, ganz wichtig dann das Messer zu zücken. Keine Munition unnötig hier verschwenden. Die können wir dann gegen die größeren Brocken verwenden. Okay, sehen wir uns mal hier so ein bisschen um. Vielleicht steht hier oben irgendwas? Hm? Nö. Wow! Genau so was meinte ich. Oh, ich wollte gerade wegspringen.
Oh! Okay, jetzt muss ich hier aber raus. HP! Bei ihm können wir also auch kontern, das wusste ich nicht. Beide erwischt! Sehr gut. Bisschen Schaden genommen. Oh, Munition für meine Schrotflinte. Hier waren wir auch schon. Okay. Oh, hinter der Tür wartet schon irgendwas auf uns. Die haben Waffen. Geh doch hinten. Deckung. Dazu werde ich garantiert nicht meine Pumpgun verwenden. Oh, wow, der mutiert ja komplett. Okay, wir müssen auf die Köpfe schießen. Da sind die extrem verwundbar. Da packe ich auch mal gerne meine Pumpgun aus. Keine Munition verschwenden. In die Entdeckung. Warten wir, bis das Viech ein bisschen näher kommt. Was zum Teufel sind das denn für Fäden? Davon sollten wir uns auf jeden Fall fernhalten. Auf mit so einem Scheiß. Ganze behalten. Vorsichtig, ganz vorsichtig. Nicht unnötig Schaden nehmen. Dann mutiert er schon wieder. Für die Viecher packe ich gerne meine Pumpgun aus. Kacke! Jetzt haben wir daneben geschossen. Wie geht das denn? Gut, gut, gut. Oh, irgendwas hält mich fest. Komm schon, klar. Da liegt eine Handgranate. Na, mutiert auch. Okay, zweimal sogar mutiert. Ich bin ja immer brutaler. Komm, ich schieße doch schon auf den Kopf. Ah, wahrscheinlich ist der Kopf da hinten. Nicht dieses riesige Teil da vorne. Das ist der Kopf. Keine Munition mehr. Die Handgranate nehmen wir doch gerne mit. Wollte schon sagen. Soll ich dir helfen? Die kommen meistens alleine klar. Zehn Schuss. Ich habe mal ein Kraut gefunden, hey. Was habe ich denn Schönes hier drin? Ja, das können wir mal kombinieren. Perfekt. Was haben wir hier? Erste-Hilfe-Spray, hey. Langsam läuft's doch. Roger. Glava. Die Viecher sind relativ brutal. Sie leben. Sie verschwanden vor 6 Monaten in Edonia. So, jetzt können die Idioten auch noch Helikopter fliegen. Das wird ja immer geiler. Die haben noch nicht mal Umbrella-Uniformen an gar nichts. Aber die sind von Umbrella. Hier, Marco. Sie haben einen bewaffneten und sind so fähig. Sind halt oh ja. Wir müssen die beiden da unten beschützen. Auf jeden Fall, die sind komplett eingekesselt. Wir müssen ihnen helfen. Okay, der schießt so lustig auf den Boden. Den Heli. Greif die Javo an. Was anderes können wir auch gerade nicht machen. Fuck, 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 sage ich dazu nur. Ich glaube, ich bleib hier oben. Gibt er direkt um? Danke.
keine Mutation. Oh, irgendwer rasiert mich hier. Da kannst du mal schön sein lassen, du scheiß Helikopter. Captain, hier. Ich kann die beiden über Funk nicht erreichen. Sie antworten nicht. Was machen wir jetzt? Oh, da haben wir einen Idioten. Wir erledigen die Feinde. Danach sind sie auf sich selbst gestellt. Komm mal her. Und der Gnadenstoß. Ah, er ist schon tot. Ich muss hier weg, der Helikopter nervt. Ich muss irgendwie nach unten. Ich wollte eigentlich hier... Oh mein Gott, was sind das denn für Viecher? Wir sagen Munition sparen. Bleib liegen. Die sahen aus wie so... Wie jetzt den Namen vergessen. Halb Spinne vielleicht und halb Mensch hatten wir schon. Die sahen irgendwie aus wie halb Pferd und halb Mensch. Hm. Ich konnte nicht genau sehen, was das für Viecher waren. Hm, ich suche gerade hier nach irgendetwas. So, geh mal hier weiter außen rum. Reed, schicken Sie die Daten ans HQ. Schon dabei, Sir. Na. Vorsicht, die können echt gut springen. Nicht aufgeben, diese Arschlöcher haben... Das sind sie! Und sogar Waffen in der Hand. Oh, 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 oh. Wenn die Viecher mich anspringen, verliere ich garantiert super viel Energie. Oh, shit. Ich muss hier weg. Oh, der kommt nicht klar. Komm. Sauber. Und weg mit dir. Shit. Der Helikopter ist einfach zu krass. Muss Heilung erfolgen. So schnell. Da haben wir noch was. Kisten. Munition. Hinten ist nix. Gehen wir da weiter? Nö. Noch ein Idiot. Hab dich. Oh, noch mehr von denen. Oh! Oh mein Gott, ich hatte doch nur drei Leisten. In einem Tritt macht er mich fertig. Das ist echt krass. Bleib bloß liegen, du Mistvieh. Oh! Perfekt, schnell heilen. Okay, wie kommen wir hier runter? Wir müssen zu denen. Wahrscheinlich kommen wir gar nicht runter. Aber der Helikopter nervt so gewaltig. Versuchen wir, den Rest der Viecher auszuschalten von hier oben. Ich hab da oben, glaube ich, was verpasst. Da kommen noch mehr. Ich hab gar kein Ende. So, hier unten. Da sind noch ein paar. Hab ihn. Alle, einfach alle ausschalten. Oh, shit. Oh, nochmal springen. Komm schon, komm schon, komm schon. Halt still. Schnell aufstehen. Schieß besser auf den Körper. Oh, nein. Das Sprungsystem ist echt sehr praktisch. Das ist der letzte. Können wir aber leider nur anwenden, wenn wir halt anvisieren oder halt rennen. Rennen, dann sliden wir so lustig. Wie hier. Und wenn wir stehen und anvisieren, können wir so zur Seite springen. Und sogar liegen bleiben und sogar rollen. Oh, ist ein Viech drauf. Komm, der Helikopter muss sich drehen. Jawohl. Oh, oh. Wow. Gott, knapp überlebt. Warum auch immer. Das wäre zu einfach. Los, weiter. Captain, wir sollten die beiden begleiten. Ohne Hilfe werden sie nicht überleben. Wir rücken ab. Los geht's. Wir sprengen die Tür auf.